Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Civilization 2 in der 9. Session, glaube ich, inzwischen. Ja, ich komme schon gar nicht mehr hinterher mit den Sessions, so schlimm ist das schon hier mittlerweile. Ich glaube aber, das ist die 9. Session. Moment, ich guck mal kurz. Ja, es ist die 9. Session, ja. Wunderbar. Ja, ich nehme mal seit langer Zeit mal wieder Civi auf. Er hat nämlich einen einfachen Grund, den ich auch schon bei Fire Department, was ich gestern aufgenommen habe, erklärt habe. Nämlich, ich war nämlich krank. Oder bin vielleicht immer noch ein bisschen angeschlagen, aber nicht mehr so schlimm. Und deswegen habe ich dann nicht mehr aufgenommen. Aber jetzt nehme ich wieder Civi auf. Und ja. Mir wurde übrigens in den Kommentaren dazu angeraten, um die Ladezeiten zu verkürzen, möchte ich doch bitte einige Zivilisationen mehr oder weniger vernichten. Da habe ich gleich klipp und klar gesagt, für einen Krieg lohnt es sich einfach nicht mehr. Ich habe auch vorhin nochmal offscreen nachgeguckt. Wir brauchen für jede Entdeckung inzwischen nur noch 7 Runden. Und ich müsste außerdem, um Kriegsvorbereitung treffen zu können, müsste ich die Regierungsform wechseln. Und das würde auch nochmal einige Runden in Anspruch nehmen. Also, um das mal insgesamt zusammenzufassen, es würde sich einfach nicht lohnen. Deswegen mache ich das gar nicht erst. Also, ich werde weiterhin den friedlichen Weg im Auge behalten. Ganz klar. Also, hier wird es wohl keinen Krieg mehr geben. Jedenfalls denke ich mal nicht. Ich kann natürlich versuchen, ob ich noch eine bestimmte Stadt erobern kann. Mit der Spionin. Ich müsste nämlich, um die Regierungsform sofort und ohne Probleme wechseln zu können, bräuchte ich nämlich die Freiheitsstatue. Und das Problem ist, sie ist leider in China gebaut worden. Und ja, da muss ich mal sehen, wie wir das hinkriegen werden. Also ich kann mich nur entschuldigen für diejenigen, die sich daran stören, dass die Ladezeiten zu extrem lange dauern. Ich kann es aber auch verstehen, weil für mich sind die Ladezeiten natürlich auch ein bisschen zu lang. Liegt aber auch daran, weil wir eben halt mit dem Maximum an Zivilisationen spielen. Und dazu noch auf einer maximal großen Karte. Also da kommen große Ladezeiten leider mit dazu. Das ist leider so. Ja, wie gesagt. Und jetzt noch einen Krieg vom Zaun zu brechen, lohnt sich eigentlich nicht mehr. Weil, wie gesagt, Technologien brauchen nur noch 7 Runden. Kelten entdecken übrigens die Kernkraft. Ich weiß gar nicht, haben wir die Kernkraft? Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja. Laut meiner Meinung lohnt es sich nicht mehr, einen Krieg anzufangen. Ja, also ich wüsste natürlich, ich wüsste, was erforderlich wäre, um erfolgreich Krieg zu führen, ganz klar. Also, da ich ja vor allen Dingen auch das Let's Play von Fenrir geguckt habe, zu der PC-Variante, Test of Time, Civilization 2, daher weiß ich, was gut gegen gegnerische Städte ist und was nicht. Das ist nicht das Ding. Bloß das Ding ist eben halt, wie gesagt, wir sind jetzt eh schon dabei, dieses eine Ziel anzupeilen. Deswegen lohnt sich das laut meiner Meinung nicht mehr. Wenn ich die Regierungsform nämlich wechseln würde, es gibt nämlich eine spezielle Regierungsform, die sich tatsächlich für Krieg eignen würde. Aber erstmal ist mir der Idealismus dazu ein bisschen zuwider, ein bisschen mehr zuwider, gebe ich ganz ehrlich zu. Und zum Zweiten, wie gesagt, es lohnt sich nicht mehr, weil, ja, ich bin eher auf den wissenschaftlichen Sieg aus, als auf den militärischen Sieg in diesem Spiel, gebe ich ganz ehrlich zu. Und Civilizations 3, das kann ich auch schon mal so vorab sagen, habe ich auch einmal durchgespielt und das war auch auf dem wissenschaftlichen Weg. Also ich denke mal, bei den beiden Spielen dürfte der militärische Weg ausgeschlossen sein. Es dürfte dieserjenige schreiben, was, führst einfach keinen Krieg hier, geht doch gar nicht, macht doch total Spaß. Es mag sein, dass Krieg vielleicht Spaß macht, im Spiel wohlgemerkt, nicht in Wirklichkeit, bevor das falsch ausgelegt wird. Aber ich bin eigentlich mehr derjenige, der für den friedlichen Weg ist. Gut, in Civilizations 5 jetzt nicht unbedingt. Da bin ich eher der Kriegstreiber, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber hier in Civi 2 und Civi 3 eher nicht. Und Civi 4 habe ich zuletzt... Wann habe ich das zuletzt gespielt? Schon eine Weile her, da hatte ich noch Windows XP. Ist also schon eine ganze Weile her, wo ich das gespielt habe.
Die Babylonier erhalten Fundamentalismus von den Sus. Die Sus erhalten fortgeschrittener Flug von Babylonier. Ist es nicht schön? Ich hatte auch übrigens zuerst überlegt, ob ich die Ladezeiten einfach rausschneide. Bloß das Problem ist, das wären mal eben 6 Minuten, die ich rausschneiden müsste. Und die dann auszugleichen für eine Stunde wäre doch ziemlich heftig. Also dann müsste ich, ja, sagen wir jetzt mal so, alle 20 Minuten davon sind dann 5, 6 Minuten Ladezeit. Also müsste ich einen kompletten Part dann nochmal so aufnehmen, sage ich mal so. Nur die Runden selber. Und das wäre doch ein bisschen heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen versuche ich das irgendwie mit meinem Palaver zu füllen. Deswegen, ich finde, Civilization 2 eignet sich eigentlich ziemlich gut für einen FAQ, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Berlin baut seine Fabrik. Ist sowieso eine Peinlichkeit, dass Berlin keine Fabrik hat, hallo? Wie lange würde hier 5 Runden für eine Haubitze, Alter, das ist übel. Das ist echt übel. Dann bauen wir bitte ein Kraftwerk, Berlin. Ihr müsst mal eure Produktion in Gange bringen. So, Eisenbahn. Ich kann es ja trotzdem mal versuchen. Ich habe hier bestimmt noch den ein oder anderen, glaube ich, Königsberg ist noch ein Transporter. Ja, das sieht gut aus. Da ist er. Dann holen wir mal den Transporter und holen damit mal die Spionen ab. Und vielleicht können wir es ja dann schaffen, das Weltwunder von den Chinesen zu klauen. Garantieren kann ich es aber nicht. Ja, das waren ein paar Sekunden für 6 Minuten. Es hat sich echt gelohnt. Also ich kann euch das gerne kurz mal zeigen. Es fällt mir übrigens sehr früh ein, dass ich euch das zeige, ich weiß. Aber hier steht da schon, Entdeckung jede 7 Runden. Also, und wir forschen schon Raumflug. Also da haben wir schon den ersten Teil für ein Raumschiff. Ja, wir werden ein Raumschiff bauen. Das sehen wir hier auch übrigens. Also die aufmerksamen Zuschauer, die genau hingeguckt haben, die werden das sowieso schon gesehen haben. Und das ist eigentlich auch mein Ziel, ein Raumschiff zu bauen. Und, ja, dann kann ich euch hier nochmal, Verteidigungsminister. Ich habe momentan leider nur einen einzigen Spion aktiv, wie man hier sieht. Und wenn man übrigens auf X drückt, dann kann man auch die Verluste sehen. Wir haben einen Phalanx verloren, okay. Also, je nach Spielfarbe sieht man, was sie alles verloren haben. Also, das ist echt übel, wenn ich hier sehe, was Gelb alles verloren hat. Also Gelb ist ja Spanien. Ich glaube, gab es vorher was Gelbes? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat Spanien eine ganze Menge verloren. Wenn ich das gerade mal so sehe. Das ist ja richtig heftig. Und vor allen Dingen, es zieht sich von allen Einheiten durch. Von alten bis hin zu neuen Einheiten. Seht ihr ja hier. Ja, wie gesagt. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Ich bin echt mal gespannt, ob ich die Stadt so kriegen kann. Weil diese Regierungsform, die ich dann nämlich anpeilen würde, ich sag's jetzt einfach mal so, wäre nämlich der Fundamentalismus. Warum wäre es der Fundamentalismus? Ganz einfach. Erstmal, es würde keine Unzufriedenheit geben, auch nicht durch Truppen. Dann würde sich das mit den Unterhaltskosten auch erheblich ändern. Also die Fanatiker, die kosten dann tatsächlich gar nichts. Ich würde sie aber trotzdem nicht bauen. Und ganz einfach aus dem Grunde, weil ich nichts für die Fanatiker übrig habe. Dann würde ich mich dann eher auf Panzer konzentrieren, Haubitzen, Kampfhubschrauber vielleicht noch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die schon habe, aber ist egal. Kampfhubschrauber gibt es auf jeden Fall hier auch noch. Und solche Sachen dann eben halt, aber nicht auf Fanatiker, weil, wie gesagt, von denen halte ich so überhaupt nichts. Ne? Gut, dass die jetzt meine Stadt besetzt haben, Lübeck als Barbaren, das war jetzt meine eigene Schuld. Gebe ich ganz ehrlich zu, ich hätte einfach nur warten brauchen, bis sie angegriffen hätten. Weil die Stadtmauer, die hätte das schon alleine geregelt. Aber gut. Was soll ich dazu noch sagen? Auf jeden Fall, ja, also mein Ziel wäre es, wenn militärisch, dann müsste ich erstmal, wie gesagt, die Freiheitsstatue kriegen, damit ich die Regierungsform auch wirklich ziemlich schnell ändern kann. Aber ansonsten nimmt, glaube ich, der Regierungswechsel allein schon 5 oder 6 Runden in Anspruch. Und das ist ziemlich heftig. Plus Unruhen, plus was weiß ich nicht alles. Die Produktion liegt lahm und das kann ich mir nicht leisten. Deswegen müsste ich mir eigentlich, wie gesagt, schon die Freiheitsstatue dann mopsen, weil dann würde das innerhalb einer Runde vonstatten gehen. Ohne Unruhen, ohne sonst irgendwas und dann wäre das Ding gegessen. Dann wäre das was anderes. Aber wie gesagt, durch Fundamentalismus, das ist eben der Nachteil, würde die Forschung nahe flach liegen. Ne, und das wäre dann nicht so geil. Also
Ich hatte ja mal gesagt, ich habe ja zumindest vor, Brighton zu besetzen. Jetzt habe ich mit den Gedanken gespielt, so ein bisschen ganz England zu besetzen. Ja, bloß eben halt das Problem ist, Regierungsform wechseln. Das würde ohne Freiheitsstatue enorm viel Zeit in Anspruch nehmen. Und dann noch das ganze andere. Ich müsste erstmal Kriegseinheiten produzieren, bis zum geht nicht mehr. Ihr habt schon gesehen, Berlin, 5 Runden braucht Berlin, um eine Haubitze herzustellen, was echt übel ist. Also Berlin, nicht Berlin, sondern Köln würde sich da schon eher als Produktionsstätte für Waffen anbieten. Und ja, Frankfurt vielleicht auch noch, weil die haben echt eine gute Schildproduktion. Und ja, wie gesagt. Ich muss mal sehen, wie ich das mache. Aber jetzt versuche ich erstmal mit den Transportern die Spionen einzusammeln und bis nach Shanghai zu fahren, wo ja die Freiheitsstatue steht. Ich habe euch das ja gezeigt, dass sie da steht. Und dann hoffe ich, dass ich ohne internationalen Zwischenfall, obwohl Shanghai ziemlich groß sein dürfte. Auf der Karte wird es noch als Größe 8 angezeigt, dürfte aber inzwischen so Größe 18, 19 haben oder so. Und dann kommt auch noch drauf an, wie nah es an der Hauptstadt liegt. Also dafür dürften wir jede Menge Gold auf den Tisch legen, um diese Stadt zu kriegen. Und dann muss sie auch noch abgesichert werden und etc. etc. und so weiter und so weiter. Also, ja. Dürfte sich alles noch ziemlich hinziehen. Wie gesagt, Vorrat für Fire Department, um kurz mal das Thema zu wechseln, habe ich aufgenommen. Also ihr seid für kommende Woche abgesichert. Also wenn ihr das hier seht, ist die kommende Woche schon am Laufen. Dürfte bei euch jetzt der 3. August sein. Also die Parts, die ich jetzt in dieser Session aufnehme, gehen dann für den 3., 4. und 5. August. Das ist nämlich das Problem, dadurch, dass ich jetzt immer 20-Minuten-Parts mache für die Strategiespiele, dass ich dann immer nur 3 Tage Reserve habe, aber ich habe so gewollt, also von daher. Ne? Und wäre ich nicht krank geworden zwischenzeitlich, hätte ich auch weiter aufgenommen. Bloß wie gesagt, ja, wenn ich krank bin, das wollte ich euch einfach nicht zumuten. Vor allem dann hätte ich bei alle 5, 10 Minuten oder so, hätte ich dann wahrscheinlich Schnitt setzen müssen, also das wäre nicht so schön. Weder für euch noch für mich. Ich möchte übrigens für jeden Zuschauer, der bis hierhin durchgehalten hat, meine Bewunderung aussprechen. Dafür, dass ihr wirklich so lange und tapfer durchgehalten habt bis zu diesem Moment. Wie gesagt, ich kann mich nur entschuldigen für die Ladezeiten. Bloß eben halt, das ist der Nachteil, wenn man 8 Zivilisationen oder 7 Zivilisationen auf einer Karte hat. Dann ist das eben halt ziemlich heftig. Bonn baut eine Bibliothek. Sehr schön. Dadurch steigt dann nochmal das Intellekt. Das ist hervorragend. Bobmann-Kraftwerk. Auch schon auf 12. München, Färbemittel. Sehr schön, die sind somit auch durch. Und wir haben 18 Millionen Anwohner. Und zwar ganz genau. Das finde ich sehr gut. Und wir können die Option jetzt ändern. Wir haben unsere 12 LKWs zusammen. Das heißt, das Weltwunder, das wir auch kriegen würden, das letzte übrigens, wäre somit dann auch schon mal vom Moment. Wie lange würde eine Haubitze hier brauchen? Auf 5 Runden. Eieieiei. Fertigungsanlage, 22 Runden, Alter. Baut erstmal ein Kraftwerk. So, der Transporter bewegt sich mal weiter. Oh, da ist noch die chinesische Fregatte unterwegs. Okay, das ist spannend, dass die noch unterwegs ist. Ich müsste übrigens kurz mal gucken, die Chinesen. Was habt ihr für eine Regierungsform? Republik, gut. Hätten sie jetzt nämlich die Demokratie, hätte ich mir das Ganze nämlich sparen können, weil dann sind sie nämlich unbestechlich. Das hat man ja schon bei den Kelten gesehen, weil die haben ja leider die Demokratie und sind deswegen leider auch unbestechlich. So. Hier läuft alles, das finde ich gut. Genau, da baut hier auch nochmal eine Eisenbahn hin, damit die Produktion steigt. Straße. Genau, hier war ich aktiv dabei, Terraforming zu betreiben. Wie sieht das hier eigentlich aus? Komm, ich kaufe euch mal die Kornkammer Dresden, damit ihr gleich mal einen Ingenieur bauen könnt. Aalen hat bereits einen Ingenieur, das ist gut, genauso wie Brandenburg. Und Brandenburg wächst übrigens auch langsam, das ist sehr gut. Wie ist das eigentlich mit Bonn? Habt ihr nicht? Ihr habt kein Abwassersystem, das ist nicht gut. Dann baut ihr erstmal ein Abwassersystem, so, damit das Gemecker nämlich da mal aufhört. Apropos Gemecker, Stuttgart. Wie lange würde eure Fabrik noch dauern?
Okay, das lohnt sich nicht mehr, das zu kaufen. Das heißt, Stuttgart wird dann als nächstes erstmal eine Kanalisation bauen, damit die dann auch mal in Schwung kommen. Wie sieht's hier aus? Die bauen gerade eine Bibliothek. Die braucht 3 Runden. Komm, ich kauf sie euch mal, dann werdet ihr gleich danach erstmal schönes Abwassersystem bauen. Gut, Runde beenden. Und dann gucken wir mal, wie es gleich weitergeht. Also wie gesagt, durch jedes wissenschaftliche Gebäude, das wir gebaut haben, Universität, Bibliothek und natürlich die Forschungslabore, und da wir ja das SETI-Programm haben, hat ja jede Stadt automatisch ein Forschungslabor, ist das Intellekt der Bevölkerung ja schon gestiegen. Und ja, 7 Runden, beziehungsweise 6-7 Runden so ungefähr dürfte das jetzt dauern, um den Dreh, und ja, wie gesagt... Ich kann es mal versuchen, aber ich glaube, ehe der Transporter da ist, dürften wir schon dabei sein, das Raumschiff zu bauen. Weil ich habe ja jetzt schon genügend LKWs zusammen, um das letzte Weltwunder zu bauen. Komplett, ohne Probleme. Also ihr wisst ja, die modernen Weltwunder, also die Weltwunder der Neuzeit, brauchen hier 600 Schilde. Das entspricht einer Anzahl von 12 LKWs, und die Engländer wollen mit uns sprechen. Was wollen sie denn? Wieder Krieg anzetteln? Wieder Krieg anzetteln. Nö. Ich will keinen Krieg. Jedenfalls noch nicht. Das Schöne ist, ich kann jetzt gleich meine Spionen einladen. Und danach bin ich mal gespannt, wie lange der Transporter braucht, um da hinzukommen. Das wird bestimmt eine halbe Ewigkeit dauern, bis er da ist. Bis dato habe ich definitiv schon den Raumflug erforscht. Und vielleicht auch schon die nachfolgende Technologie. Ich weiß es nicht. Ich habe auch normalerweise, als ich das, beziehungsweise als mein Vater damals das Spiel gekauft hat, da hatten wir so einen extra Zettel mitbekommen, wo der Technikplan mit drauf war. Ich weiß leider nicht, wo der ist oder ob ich den noch... Also eigentlich bin ich mir sicher, dass ich den noch habe. Ich weiß nur leider nicht, wo er ist. Das ist das Blöde. Also auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass der Forschungsbaum nicht mehr allzu lang ist. Das meiste haben wir eigentlich schon. Ich habe jetzt mal letztens mit dem Laszlo, mit dem schreibe ich ja dazu öfteren mal, und da hatte ich mal so einen kleinen Vergleich gemacht. Also hier in diesem Spiel gibt es ja insgesamt 28 Weltwunder. Und ich glaube bei, was hat er geschrieben, bei CV5 gibt es glaube ich so um die 50 rum. Also daran kann man schon mal erkennen, dass es in CV5 wesentlich mehr Weltwunder gibt. Nicht nur Weltwunder, da wird es ja auch noch unterteilt. Da gibt es ja... Ja, ich nenne das jetzt mal nationale Wunder, beziehungsweise da wird es auch so genannt, nationale Wunder. Und dann gibt es eben halt noch die regulären Weltwunder. Also die nationalen Wunder, im Gegensatz zu den Weltwunder, kann jede Nation bauen. Und die Weltwunder, ganz normal, kann nur einmal existieren. Aber das werde ich dann alles genauer dann erklären, wenn ich dann bei CV5 irgendwann angekommen bin, in 1000 Jahren. Es dauert noch eine Ewigkeiten, bis ich bis dahin komme. Es kommt ja erstmal CV3, dann kommt noch CV4, dann erst CV5. Und bis dato kommen noch viele, viele andere Projekte dazwischen. Und ich glaube, die Chinesen haben auch den Guerillakampf, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Das kommt dann auch noch dazu. Was ich sowieso spannend fand, als Lübeck besetzt wurde, wir kriegen so viele Partisanen. Und ich mich gefragt habe, wofür eigentlich? Die Stadt war auf 2 und wir kriegen, was weiß ich, wie viele Partisanen. Es waren auf jeden Fall wesentlich mehr als die Stadtgröße. Das sind ja jetzt die ganzen Partisanen, die wir hier stehen haben. Ja... So ganz nebenbei, wir sind in den 50er Jahren inzwischen auch angekommen. Schon längst, wahrscheinlich. Das heißt, wir bewegen uns gerade in Richtung Kalten Kriege. Des Kalten Krieges zu, meine Güte. Dö. Vor allem das Geile war, in der Schule hatten wir ja Geschichtsunterricht und wir waren... Geschichtsunterricht tatsächlich nicht mal über den Zweiten Weltkrieg hinausgekommen, was sehr schade ist.
Aber naja, gut. Ist halt so, ne? So, jetzt darfst du auch gerne mal fertig werden, Spiel. Also ich kann euch schon mal ankündigen, das Nachfolgeprojekt zu Civi 2 ist definitiv von der Ladezeit hoffentlich nicht so lang wie dieses Spiel. Und vor allen Dingen auch wesentlich actionreicher.